Da hinten war ja direkt so eine Station. Die werden wir dann direkt mal besuchen. Je mehr Adam wir haben, desto besser ist es. Retten natürlich. Let's go! So. Jetzt habe ich das Maximale hoffentlich aus dem Level rausgeholt. Was geht? Oder? Eine Little Sister habe ich befreit und noch eine ist hier. Okay. Dann wird es hier wahrscheinlich auch dann noch zwei weitere Leichen geben. Du kannst mich niemals ersetzen! Doch. Gen-Upgrade. Okay, ich brauche erstmal ein Gesundheits- und ein Eve-Upgrade. Was ist das? Friere deine Gegner ein, zerschlage sie in... Warte mal. Plasmid-Slot, ja. So, schön gekauft. Und jetzt kaufen wir... Was ist das? Erschaffe Fallen, die Splice in Höhe wirbeln und sie auf dem Weg nach unten schwer verletzen. Köder erzeugt einen Köder, der Angriff von dir weglockt. Eve-Schoner, Plasmide verbrauchen weniger Eve. Ja, das ist natürlich auch ganz geil. Ich nehme mir trotzdem mal... Vorsichtiger. Nee, ich nehme mir mal Winterblast. Ja. Da hinein, bitte. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Oh ja, das klingt geil. Eiskalt, Baby. Ice cold, baby. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. So. Zack, da unten war nix. Gut. Gehen wir mal hier rein. Sollen wir auch noch abschließen? Können wir gar nicht. Gut. Dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Ja. Hätten wir auch hier hingehen können. Überraschung, Kumpel. Du scheiß Penner. Oh. Gut, es hat einen Nachteil. Looten ist nicht. Sollten wir vielleicht nur bei den ganz großen Bobs machen. Oh, oh. Zack. Schubladen. Das hier ist Vitamine und Aspirin. Das klingt relativ geil. Überall liegt hier Öl. Scheiße, jetzt habe ich es natürlich verkackt. Aber egal. Wie oft habe ich schon geschafft? Da kann ich ja hin und wieder mal verkacken. Und hier haben wir wieder ein Power-Up. So, Waffe verbessern. Erhöht. Treibstoffeffizienz für Bohrer, Ladeschreif, erhöhter Schrotflinten, erhöhter MG-Schaden, verstärkter Lauf. Ich könnte eigentlich noch ein... Nee, ich wollte ja Bohrer-Treibstoff. Das schont... Oh. Sie sind nicht allein. Das weiß ich. Wird in der Ewigkeit heiß oder kalt sein? Ich werde mal einen Schaden nehmen. Komm ab! Oh,
Ich würde sagen, der Tisch brennt. Zack, zack. Erstmal schön alles genommen. Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Ja, wenn man die ganze Zeit säuft. Was klingt unheilvoller als das Geräusch eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms hast du schneller wieder deine Ruhe. Nö. Ich hack die ja sowieso alle. Wer ist nah? Wer, ich? Ja, Tatsache. Die meinen mich. Gott. Mit einem Mal habe ich hier richtig alle getroffen. Was ist das? Nur Leichen. Leichen über Leichen. Mensch. Aha. Was gibt's denn hier noch? Da unten war ich schon. Da gibt's nichts mehr. Gut. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir uns ja jetzt hier alles abgesichert. Alles und jeden. Maximum erreicht. Okidoki. Oh, der Himmel. Zusätzlich schon bei gepanzerten Zielen. Like a Big Daddy. Opa. Ah. Gut. Vorsicht, laute Klinge. Ah, ist das geil. Solange du einfach alles hackst. Das ist so gut. So neu für dich. Wenn ich sage... Was? Ja. Vorher alles hier rausholen. Ja. Kurz mal auf die Aufnahmeuhr geschaut. So. Zack. Dr. Lamb? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Grace, in Ryans Rapture bin ich die Paria.
Sie und ich, wir teilen unpopuläre Ideen, aber ich frage mich, wie ernst ist es Ihnen damit? Wenn Sie mehr erfahren möchten, tragen Sie beim nächsten Treffen diesen Schmetterlingsanstecker am Revers. Falls nicht, kein Problem. Dann sprechen wir nie wieder davon. Okay. Ich hoffe, in der Ewigkeit wird Zeit sein, Sophia ein bisschen auszuhalten. Wo kommt die denn her?